Kinders. Hallo. Du willst nicht wissen, was hiermit gerade passiert ist. Einen wunderschönen guten Abend. Ich sage nur, Dominik Schwarzer hat gerade eine Lebenskrise. Eklig. Das ist der DS Moment, sie oder? Sie riecht nach Fisch, ich will sie nicht mehr. Eklig. Jetzt das neue Parfüm für die Frau, DS Moments. tierisch. Und zwar nehme ich euch jetzt mal mit auf die Bühne, wo ich jetzt gleich ein Fotoshooting habe. Deswegen trage ich auch nur einen Bademantel. Wisst ihr Bescheid? Es wird ein ganzer Kalender. Zack. Tada. Schauen wir mal. Shooting. Hey. Hey. Heute als Gastkommentator der Pressesprecher der Veranstaltung, Buddy Holly in Essen. Aber das wisst ihr ja, weil ihr guckt ja fleißig den Blog. Und heute werden Fotos gemacht von Ralf für die Musicals. Die Musicals ist das Fachjournal der Musicalwelt, unentbehrlich für jeden Fan und Darsteller. Und Matthias kommt aufs Cover, wenn wir alles richtig machen. Geht gleich weiter. Nichts macht Fotografen so viel Spaß wie Licht setzen, Lichtstimmung. Man kann stundenlang mit Fotografen über Licht sprechen. Und für den Laien sieht es aus wie vorher. Jede Minute bis zum Fotoshooting wird noch genutzt, um aufzuräumen, um sauber zu machen, damit die nächste Show auch richtig gut funktioniert. Keiner ausrutscht auf einem Plektron oder kleinen anderen Dingen, die sich auf der Bühne verstecken und so rutschgefährlich sind. Aber wie wir sehen, ist alles picobello sauber. Und? Wie im Kino. Mal kurz in der Show, dann noch einmal die Kunstkolonne durch und dann. Genau. Nur halt um einiges. Einiges mehr zum Anfassen. Im Kino heißen die übrigens Hunde. Die kleinen Dinger, in denen man das Popcorn aufsammelt. Echt? Ja. Ich fand den Job im Kino. Ich habe beim Kino gearbeitet, aber war ich nur Kartenabreißer und für den Müll zuständig. Nee. Jeder, der in so einem Kino arbeitet, habe ich auch gemacht. Damals, ja? Als das Cinemax aufgemacht hat, vor 20 Jahren. Ja, das. Nee, und ich fand die Typen, die immer den Job hatten in dem Saal, das waren immer die Besten, weil die konnten sich mal irgendwie locker reinsetzen und mal ein bisschen zuschauen und dann am Ende. Und die haben nie richtig aufgeräumt. Die haben immer nur das Popcorn auf den Boden geschoben, aufgesaugt bestenfalls, ja. Oder unter die Sitze gekippt. Ja, ja. Aber man durfte den Leuten sagen, die dürfen die Füße nicht auf die Sitze vor sich legen. Man war dann schon ein bisschen wichtiger, ne? Und man durfte vor allen Dingen reinkommen und, also ich nicht, aber die durften reinkommen und dann Eis verkaufen. Und dann immer so ganz lässig, so will noch jemand ein Eis, die Dame, hallo, hallo, und dann ein Eis, so. Wie gesagt, ich nicht, aber die anderen dürfen das. Okay. Das immer, aber an mir als Kartenabreißer müssen natürlich alle vorbei. Das ist auch mal ein sehr guter Moment. Also Flirtfaktor im Kino, riesengroß, haben wir gelernt. Absolut, riesengroß. Absolut. Besser als auf der Musicalbühne? Naja, weil auf der Musicalbühne kann ich jetzt ja recht schlecht mit den Leuten so direkt reden. Das ist der einzige Nachteil. Schlecht mich mal hinsetzen und sagen, Maria Elena, alles ist schön und gut, aber die Dame in der ersten Reihe gefällt mir sehr gut. Ja, aber du kannst ein Auge zukniepen und dann hoffen, dass sie vielleicht an der Backstage bei die auflauert, mein Gott. Ist Samstag, ich habe eigentlich frei. Für mich? Ja, für dich. Fans, Fanalarm. Oh, Baby. Falsche Rolle. Super, super, super. Das ist gut, das ist gut. Und jetzt müssen wir. Stefanie, kannst du mit dem Teil ein ganz klein bisschen noch tiefer gehen? So, tschuck, danke. Dreh dich wieder, haucht. Genau. Tschuck, danke. Sehr gut. Sehr schön. Kopf wieder einen Tacken tiefer. Auch. Ja. Und alles bei dem Mäßige reinlegen, was du reinlegen kannst. Augen schön groß. Gut.
nochmal richtig grinsen. Okay, herzlichen Dank. So, Dille, die Bühne wird wieder zurechtgeschoben, so wie es gehört. Ich bringe die Gitarre zurück und vielleicht gleich nochmal stimmen lassen oder sowas. Mal schauen. Oh, wir haben jetzt 20 nach, das heißt, wir haben noch 25 Minuten bis Pre-Show. Ein kaputtes Funkgerät. So, ich muss das jetzt wieder ausmachen, sonst kriege ich Stress. Der Alex. Jetzt kriegst du Stress. So, du kriegst Stress. Stress. Ich kann es kaum aussprechen. Also, das war das Fotoshooting mit den Musicals. Hoffen wir mal im Dezember, das war für das Dezemberheft, hoffen wir mal, da war was Schönes dabei, was ihr dann sehen könnt im Internet oder wenn ihr die Musicals kauft oder sowas. Und ja, das soll es gewesen sein für den heutigen Notizblog. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Heute mit Gastkommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge des Notizblogs. Macht's gut, bis dahin. Ciao.